Doris Alsner, Logopädin bei den AKS Kinderdiensten. Derzeit gibt es wieder eine Diskussion, ab wann Kinder Deutsch als Zweitsprache lernen sollten. Was sagen Sie dazu als Expertin? Wann sollte ein Kind beginnen, Deutsch zu lernen? Also wenn Deutsch nicht muttersprachlich in der Familie vorhanden ist, ist es wichtig, ab 3 Jahren, das heißt, wenn man zum Beispiel in eine Spielgruppe gehen könnte oder in den Kindergarten, dass man dann Deutsch anbietet und hört und das erleben und erlernen darf und kann. Wenn die Muttersprache in der Familie vorhanden ist, dann von Geburt an. Ist es sinnvoll, wenn ich jetzt Deutsch selber nur als Zweitsprache habe, dass ich dann mit dem Kind beginne, Deutsch zu reden, oder ist es eher kontraproduktiv? Das ist eher kontraproduktiv, denn ganz wichtig ist ein sicherer, korrekter, sattelfester Erstspracherwerb. Darauf kann dann die zweite Sprache gut aufgebaut werden. Also wenn Deutsch selbst nicht meine Muttersprache ist, als Mutter oder Vater, ist wichtig, die Erstsprache gut zu erlernen und erst später Deutsch anzubieten, ab 3 Jahren. Wenn also ein Kind mit wenigen bis gar keinen Deutschkenntnissen in die Spielgruppe kommt, wie soll denn da das Lernen von Deutsch aussehen? Also Sprachförderung beinhaltet immer Blickkontakt, das Angebot von Geschichten, Vorlesen, Erzählen, Lieder singen miteinander, Bilderbücher gemeinsam anschauen, Reime, Verse anbieten, Rhythmus erleben, spüren, klopfen, klatschen. Das ist Sprachförderung. Derzeit ist ja auch die Diskussion, ob die Eltern stärker in die Pflicht genommen werden sollten. Wo sehen Sie Ansatzpunkte, um eben die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund zu verbessern? Sprechfreude entstehen zu lassen, Sprachverständnis, daraus ergibt sich dann Motivation, hier zu leben, Deutsch zu lernen. Sollte Motivation genug sein, Zwang, Strafen sind meiner Meinung nach kein Mittel zum Erfolg, aber ist vielleicht eine persönliche Meinung.